I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family, legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser Folge bin ich solo auf der Map Woods unterwegs, um die Quest Supply Plants zu erledigen. Auf dem Weg zum Missionsziel gab es natürlich Kämpfe mit anderen Spielern. Dabei ist mir ein, wie ich finde, schöner Kill gelungen. Schaut es euch am besten selbst an. Ich wünsche wie immer viel gute Unterhaltung mit diesem Gameplay. Los geht's! Das ist dort. Vor uns. Die Frage ist nur, ob der jetzt, der hier geschossen hat, ob der jetzt weitergelaufen ist. Oder hockt er hier irgendwo und wartet auf mich? Ich glaube, die sind schon weiter vorne. Ich denke, die grasen hier schon die Scavs ab. Mal schauen, wo die sind. Vielleicht habe ich ja das Glück und ich kann sie von hinten irgendwie ein bisschen überraschen. Ja, irgendwo hier vorne. Irgendwo hier vorne muss irgendwas sein. Ballert doch einer. Okay, dann würde ich sagen, verfolgen wir den einfach mal. Oder war das ein Bot? Botspieler. Lauf!
Ist auf jeden Fall ein Spieler. Er scheint sich nicht zu bewegen. Ey, geil. Ich hab den gekillt. Entweder... Warte mal. Ja, killed by Raditz, Weapon. Geil, ich hab den mit der Granate gekillt. Ist ja, das nenne ich doch mal nice, oder? Granatenkill. So, dankeschön. Oh, guck mal, der hat eine. Oh, der hat eine M14. Woher hat er die denn? Woher hat er die M14? Oh Leute. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Waffe buggt ein bisschen. So, ja, wie machen wir das? Aha, er hat auch einen Spieler gekillt. Level 18. Ja, mit mir hat er jetzt nicht gerechnet. Boah, ey, ein PSO-Scope. Kann ich leider nicht dran basteln. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal die M14 mit dem Kollegen. Beziehungsweise ich mache das so. Was können wir noch Packer mitnehmen? Wobei. Weißt du was? Was können wir denn wegschmeißen? Mal die Munition mit. Granaten, können wir Granaten hier reinpacken? Pack mal was weg. So. Ja. Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, dass ich noch Munition im Magazin hatte. Leute, 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 Leute.
Aber cool. Der in 14 ergattert. Während ich hier gelootet habe, kam schon der nächste. Und die ist ganz schön laut. Level 21. Okay, ich gehe weiter. Zweiunddreißig Minuten noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir da bei diesem Quest vorbeikommen sollen. Ich würde es schon ganz gerne. Kurz Ausdauer aufladen. Aber ich fand's so nice, dass ich den mit der Granate erwischt habe, ey, das war so geil. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ne? So einen Luck muss man erstmal haben. Ich höre wieder Schüsse, aber das hat mich erstmal nicht zu interessieren, weil ich will wirklich zu diesem Moment. Wir machen das so, ich schmeiß mal das hier weg, weil die Waffe ist ja sowieso versichert. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Superbot da auftaucht, der mich mal eben sneaky peeky wegholt. Dieses Case muss ich haben. So. Auf jeden Fall ist hier irgendwo ein Bot.
Ich bin soweit fit. Ich habe nur die Sorge, dass da oben gleich einer runterkommt. Das war sowas von klar. Hat er jetzt auf mich geschossen oder? Scheiße. Junge, 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 Junge. Meine letzte Munition. Ja, sie sind schon gelootet worden. Ja, den habe ich als letztes erwischt. Gut. Einmal Loot mit, beziehungsweise XP mitnehmen. Jetzt aber weg hier. Fuck, ich habe einen Spieler gesehen. Beziehungsweise ein Bot. So, wir haben noch 24 Minuten. Ja, die Frage war jetzt, ist dieser Bot ein Scav-Spieler? Weil der ist da so hastig rumgerannt.
Also ein paar Leichen sind hier auf jeden Fall schon mal. Ja, die Frage ist, wo ist dieser Typ, der hier durch die Gegend gerannt ist? Ich würde nämlich ganz gerne mein Loot safen. So, okay. Aber ist doch nice. An dem 14 eine Weapon KM VPO full equipped, ja, nicht ganz full equipped, aber schon ordentlich. Ein PSO Scope mitgenommen. Wie gesagt, ich muss eigentlich nur noch entkommen. Und wir haben einen Granatenkill gemacht. Das ist auch richtig geil. Okay, jetzt aufpassen. Okay. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere einfach diesen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren, sonst könntest du Videos von mir verpassen. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir sehr gerne auf Twitch folgen. Das würde mich super mega freuen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video bzw. Stream, Leute. Ciao!